In jede Silbe soll man sich verlieben. Seitdem schauen alle Leute, wenn ich singe, ganz verstört und wünschen sich, sie wären daheim geblieben. Gut angekommen. Ich wollte dich fragen, wie deine Anreise war. Meine Anreise? Ja. Jetzt am Freitag. Ich kenne das Gegenteil von Anreisen und Abreisen gar nicht mehr. Nee. Also, das ist ja irgendwie immer zu Hause reist du ja auch an. Ja, das stimmt. Hallo, Leute! Willkommen hier im sonnigen Bad Iburg. Ja, jetzt am Freitag. Ja, genau. Wirklich. Wir sind eigentlich gerade, was heißt eigentlich gerade, stimmt das nicht? Wir sind, während wir im Grunde auf Tour mit Kupfergold gerade ein bisschen das Land bespielen, haben wir den Weg zu einem wunderbaren Mittelaltermarkt in Niedersachsen gefunden. Heute am Freitag regnet es eher Sonne. Das sieht so aus, wenn die Sonne in Niedersachsen scheint. Und wie es am Sonntag ist, wissen wir noch gar nicht. Montag vor allem, weil es ist ja Ostern. Ja, richtig, ja. Ja. Aber ich habe gehört, Samstag, Sonntag soll schönes Wetter werden. Das wollen wir hoffen. Ja. Genau. Dieses Video hat auch neben Musik und Marktführerei. Ich dachte gerade, du wolltest sagen, wird Ihnen präsentiert von. Ja, auch. Absolut. Nein, ich wollte sagen, dass wir nicht nur den ersten Markt des Jahres feiern und bespielen werden, sondern einen ziemlich großartigen, wie wir finden, und ich glaube für viele, die es noch nicht wissen, historischen Tag vor uns haben, denn an Ostermontag wird Hanf legalisiert. Das sind ja völlig neue Grundbedingungen des Lebens in Deutschland. Ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen, wenn ihr auf dem Mittelaltermarkt gerne mal einen trinkt und bis jetzt immer das Problem gehabt hättet, dass ihr eine Woche später noch dafür verknackt werden könntet, weil Abbauprodukte im Blut sind und so, oder die Polizei euch sieht, wie ihr ein Glas Bier zum Mund führt, euch dann kriminell macht. Und jetzt auf einmal wäre das legal. Das ist eine Erleichterung ist das. Ja. Oder stellt euch vor, euer Bier ist jetzt verboten. So ging es uns die letzten 30 Jahre. Verrückt. Ja. Wahnsinn. Okay, abgesehen davon, das Video kommt, wenn ihr das Video jetzt seht, ist der Markt schon eine Woche her und wir hatten bereits unser Kupfergold-Lichtermeer-Konzert mit Kupfergold in München. Dankeschön. Das heißt, als folgender Termin am kommenden Freitag spielen wir in Oberhausen. Ja. Es gibt wahrscheinlich noch Tickets. Schaut auf unserer Webseite nach, geht auf Kupfergold oder Reservix. Da bin ich unsicher. Eventix. Eventim. Event. So. Naja, ihr findet die Beschreibung in der Kupfergold Homepage, da findet ihr auf jeden Fall dahin. Ja, genau. Ist ein sehr anstrengender Freitag heute. Ja. Ist ja auch Karfreitag. Ja, eben. Man fühlt sich ja so angekarrt. Ja, wir mussten ja leise anreisen. Ja. Ja, durften nicht zu laut. Ohne Musik ist ganz schön langweilig im Auto. Ja, als Musiker vor allem Quatsch. Ja, normalerweise gucke ich auf jeden Fall immer Leben des Brian. Das ist Tradition bei mir. Also jeden Tag. Ja. Und muss man halt drauf verzichten. Deswegen. Habe ich heute ein bisschen Schmacht, aber gleich um 0 Uhr wird erstmal Leben des Brian reingemacht. So, genau. Ja. Das sind die kleinen gesellschaftlichen Stellschrauben, an denen wir noch arbeiten müssen. Okay, wir wollen es gar nicht so lange machen. Wir freuen uns auf einen Markt, auf das erste Wiedersehen mit der Tjoste, mit Mike, unserem Herold Günni, der Schottenpeter-Taverne. Und mit ganz vielen ganz anderen. Ganz vielen coolen Leuten. Ja. Viel Spaß bei dem Video. Nicht vergessen, abonniert den Abonnal. Vielleicht ist bei mir schon Montag, ich weiß nicht. Kannst du das mal übernehmen? Ja, Abo dalassen, Glocke aktivieren, Kommentar dalassen. Ich glaube, wir rufen irgendwann bestimmt nochmal dazu auf, irgendwas Bestimmtes in die Kommentare zu schreiben. Selbst wenn ihr die Antwort auf die Frage, die wir eventuell stellen werden, nicht wisst, schreibt irgendwas drunter. Es hilft uns. Ist so. Ja. Was er sagt. Viel Spaß, let's go. Neu, was hat der denn noch auf Alden? Oder es macht etwa 900 Halbe. Hallo, morgen in die Runde. Wir haben uns gedacht, wir machen ein kleines Spiel. Jetzt, wo Ostern ist, verstecken wir zwar keine Eier, aber wir haben zwei CDs und ein T-Shirt versteckt auf dem Markt. Bei irgendwelchen Händlern, falls ihr die seht, nehmt sie mit, meldet euch bei uns.
und dann nimmt sie mit nach Hause. Die Händler. Ja, genau, die Händler. Die unterschreiben wir dann auch, die Händler. Und die CDs nehmen wir dann quasi in Zahlung. Wie zu Ende geht, fand ich meines auf dem Grund eines vollen Fasses Mehl. Kopfüber stand ich drin und ich trank so schnell es ging. Ja, und irgendwie ging's nicht schnell genug. So, ihr alle kennt das schöne Spiel Leitergold und der Herold selbst zusammen mit dem Eckbert, die Piraten, kamen gestern auf die glorreiche Idee, unsere Spielmann abzulämmen, herauszufordern in diesem elenden Spiel. Im zweiten Moment, Dankeschön, da ist nichts zu jubeln, weil ich darf mal ganz kurz erklären, im zweiten Moment wurde mir klar, verdammt, Spielmann abzulärmen, haben wir einen Marktführer, die nehmen alles auf Video auf. Das heißt, nichts passiert ohne Gegenleistung. Das heißt, irgendeiner möchte etwas von dem anderen, wenn er verliert. Im zweiten Gegenzug fiel mir ein, verdammt, genau vor 2 Minuten habe ich meine Klappe aufgerissen und gesagt, komm, wir machen das direkt nach der Markteröffnung, weil da sind ja genug Leute da. Die Gemeinde sagt, boom. Für euch, ihr kriegt was zu sehen und ich glaube, wir starten. Sollten wir gewinnen, wovon ich ausgehe, dass wir gewinnen, werden wir direkt im Anschluss unsere lieben Spielleute Absolem in ein paar Ohrklamotten reinpacken, ihnen Waffen in die Hand geben und sie bis zu einer Punktzahl derer 5 gegeneinander in diesem Ring antreten müssen. Jubel! Falls wir gewinnen, wir haben normalerweise jemanden dabei, der kümmert sich, wenn wir spielen, um sowas wie CD-Verkauf und so weiter. Diese Person, die liebe Chrissy, ist leider schon abgereist. Das heißt, heute Abend um 19.30 Uhr, wenn wieder verstärkt Musik gemacht wird, bräuchten wir da jemanden, der uns an diesem Stand unterstützt. Und ich dachte, eine Stunde da rumsitzen ist ja Quatsch. Wir könnten ja eigentlich das auch so machen, dass wir eine Zeit ausmachen, wo ihr ein bisschen unters Volk euch mischt mit unserem Zeug und unsere Kasse, weil wir müssen nach Hause zu unseren Frauen zurück und wenn wir da keine gefüllte Kasse mitbringen, dann sind wir unseren Job los und unser Haus und den Fernseher und das Internet ist dann auch weg. 3, 2, 1, 0! Ich passe ja zweimal rein. Euer Herold, danke schön. Jubel! So, und wenn ihr wollt, ich versetze das Musik. Kämpfen wir gegen? Wir gehen hier beide gegeneinander. So, ich gehe halt schon mal bitte. Nein! Wir haben Waffen. So, du darfst. Der Spielmann trägt einen langen Bart, als Bade macht das Sinn. Doch schaut man mal genauer hin, ihm fehlen Hals und Kinn. Alles gut. 100.000 und dann voll in eine Klötze. Muss vor Schienbein treten. Ich schaff den ab. Also du hast schon mal verloren, ne? Schaf dort unten. Lass doch nicht los, Mann. Hältst du das fest? Ich bin Bade, kein Krieger. Aber okay, jetzt. Mit dir. Die Hölle war mir viel zu heiß, mir gibt's zu wenig tiefgehende Gespräche. Ich kann sowieso nicht. Jubel!
Ihr lieben Leute, Super Timo, ehrlich gesagt bin ich enttäuscht. Wir auch. Ich habe mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr Action davon versprochen. Ihr doch auch, oder? Ja, richtig. Ja. Ihr doch auch, oder? Ja. Oh. Hat ein Weibsvolk gespielt. Genau, aus diesem einfachen Grunde. Der Herold da selbst spricht recht und hat das Sagen auf diesem Platze. Und der Herold da selbst hat gerade mit einem Augenzwinker mit Eckbert sich dazu entschlossen, dass es noch eine Runde um 5 Punkte geben wird. So sei es. Aber nein. Der Vorteil ist, Spielmann Absolent zusammen unzertrennlich dürfen zusammen auf eine Seite kämpfen, also nicht gegeneinander. Ich bin ja gar nicht. Hast du mal uns gefragt, ob wir das wollen? Zusammen. Der Nachteil ist, ihr kämpft gegen jeden, die euch gerade so festgesetzt haben. Und rot! Jubel! Ja! Oh! Spiel, Mann! Oh. Ja! Alles gut? 3-1. 3-1, oder? Ja. Na, klein. Kleine Leute haben nämlich hier. Unser Leben scheint, das ist alles Maskerade. So schön, so schön ist es doch nicht, mein Freund. Das ist alles nur Fassade. Schade. Unterhalten wir euch nicht! Doch, doch, doch! Treffer! Bitterleute, bitterlich, Vater, Mutter aufgeschrieben! Bitte! Doch greif wie all mein Flehen nicht, die kalte Hand traf mein Gesicht. Hey, Treffer! Amantes sagt danke. Danke, dass ihr die Premiere des neuen Lieds ausgehalten habt. Ich bin total verrissen. War wundervoll. Das war echt ja. Schön. Also ich wünsche mir so bis 2025. Schade. Josie-Titel. Josie-Titel? Ja. Kriegen wir das hin? Ja, das kriegen wir irgendwie hin. Gut. Ja. Ich verkaufe euch auch die Rechte. Muss ich dich aber noch zu Recherchezwecken für den Text nochmal anschreiben. Du, kein Thema. Ne? Abartig, pervers. Ja, ja, natürlich. Züchtern. Züchtern? Züchtern. 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 Ja, willkommen bei uns Züchtern. Das ist die Mischung zwischen zynisch und schüchtern. Ja. Zynisch, schüchtern. Ja. Das ist sowas wie passiv-aggressiv. Ja, aber es glaubt mir mal keiner, wie ihr quasi. Also, wir sind eigentlich gleich. Ja. Bist du mein Bruder? Ich könnte deiner sein. Von der Größe her, ja. Ja. Wenn ihr erratet, was der liebe Josie hier beruflich macht, schreibt es in die Kommentare. Oh, das wird lustig. Das haben wir schon mal gemacht, ne? Friedeburg. Ja, das wird lustig. Haben wir deinen Job nicht erraten. Stimmt, den habe ich nicht mehr. Doch. Nee, den haben wir nicht erraten. Den habe ich nicht. Nein, ihr habt den nicht erraten? Den nicht erraten. Nee. Stimmt. Aber wir hatten an dem Tag hatten wir einen zufällig erraten. Ja. Nicht zufällig, durch der Menschenkenntnis hoch 10. Ja. Ihr könnt es ja nochmal probieren, was ich jetzt mache. Ja. Vor der Kamera. Vor der Kamera, ja, das Problem ist, ich erinnere mich nicht mehr dran. Nee, den habe ich nicht mehr. Achso, den hast du nicht mehr. Du hast einen neuen Job. Alles auf Null. Pass auf. Ja. Ja. Alles für mich selbst. Bist du selbstständig? Nein. Okay, Angestellter. Arbeitest du mit Menschen? Nein. Okay, du bist kein Bestatter. Gut. Ich weiß nicht schlecht. Ich weiß deinen alten Job wieder. Du ja? weißt den alten wieder? Ja. Hat der damit zu tun? Nein. Nee? Nein. Überhaupt nicht? Nein, habe ich nach 10 Jahren alles hingeschmissen. Dann. Das kann ja nicht sein, wenn man so vor 3 Jahren das kennengelernt hat. Ja, aber ich war in dem Job 10 Jahre. Ach so. Also den neuen habe ich noch nicht so lang. Ja. Dann nehme ich an, dass du der neue Herold bist. Das hätte er gerne. Ich arbeite dran, weil der alte, der ist ja jetzt nicht so. Guck, der läuft rausfällt. Ja, der ist abgenügt. Ist die Arbeit mehr kopflastig oder mehr handkraftlastig? Sowohl als auch. Sowohl als auch. Das klingt spannend. Das habe ich dazu. Chirurg. Leider nicht. Leider nicht. Ja. Schönheitschirurg wäre schön, aber nein. Verkaufst du Dinge? Nein. Wartest du Dinge? Nein. Bist du sicher, dass das ein richtiger Job ist? Ja. Lehrberuf. Installierst du Sachen? Der Herold, privater Dienst. Nein. Ihr könnt machen, was ihr wollt.
Tschüss, Harold. Tschüss, Harold. Tschüss. Fahrrad! Klopf's an. Tschüssi, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Guten Job gemacht. Übrigens, er wird nicht der neue Harold, sondern er wird tatsächlich, wenn ihr nicht aufpasst, meine ausführende Hand, und das sieht sehr schlecht für euch aus. Oh ja, dann komme ich ja doch wieder in meinen alten Job. Nur auf dem Markt oder auch zu Hause? Ja, das dürft ihr entscheiden. Ja. Ich würde sagen, pass auf, wir machen die Auflösung, machen wir beim nächsten Mal. Weil wir wissen es nicht. Ihr wisst es vielleicht anhand der Informationen, die ihr euch gerade gegeben habt. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es in den Kommentaren. Das wäre sehr interessant. Genau. Und für die richtige Antwort bekomme ich von Absolem ein Kirschbier. What the fuck? Moment, Sekunde. Oh. Okay. Oh. Ja, nee, machen wir. Ja, machen wir. Ja, wir müssen damit jetzt noch ein bisschen okay. Teasern. Wir wollen nämlich... Wir verraten nicht, welcher der nächste Markt sein wird. Ihr müsst jetzt jeden Marktführer gucken. Es kommen noch nicht mehr so viele, so richtig viele. Bis dahin kommen nicht mehr so richtig viele, aber alle müsst ihr schauen. In einem taucht ihr auf und dann werden wir die Lösung auflösen. Genau. Ja, so, das klingt gut. Das klingt nach dem Plan. Ja, oder? Aber auch nicht verraten, wenn die Kamera aus ist. Das, Nein, da wäre ich ja schön dumm. Wir werden mitraten. Wir können ja mal kurz... Was hast du da Schickes in deiner Hand? Ich habe ein wundervolles T-Shirt von euch. Das ist total toll. Ich finde das super. Ja, das neue, der neue absoluter Merchandise. Auf jeden Fall. Ja, lohnt sich. Kauft fleißig. Achso, haben wir die Sonderfunktion schon erklärt. Dreh das mal um. Wenn du, mit QR-Code. Genau, da landet man auf unseren Spotify-Kanal. Wenn man mal, toll, jetzt rennt jeder mit einer Kamera hinter mir her. Kannst mal stehen bleiben. Das ist der Zweck. Oh, der Rattenfinger, weißt du. Ja. Okay. In diesem Sinne. Wir sehen uns dann in... Piep. So. Ja. Ja. Wunderbar, wir können uns gemeinsam verabschieden eigentlich, ja, nicht wahr? Rita Amandes sagt schon mal Tschüss. Das ist Lager. Genau, so heißt unser Lager. Und wir schließen uns dem an. Wir schließen uns an. Das haben wir gestern auch im Video gesehen, oder? Habt ihr gestern auch? Wahrscheinlich gesehen, aber wir haben es nicht gesagt, glaube ich. Alter, ja. Zweikirschbier. Wir sind Amateure. Wir legen den Sound drüber. Mit dem Kirschbier müssen wir sparen. Wunderbar, lieber Mattes, lieber Wildwechsel Club. Vielen Dank für die Einladung. Richtig toll. Ja, Wildwechsel top, kommt das nächste Mal vorbei. Ja. Bringt schönes Wetter mit, dann saufen wir nicht so ab. Genau, das stimmt. Alles klar? Schlampen. Ja, super. Denkt daran, tut uns einen Gefallen, liken, abonnieren, Glocke, Dings da und so. Und Bleib fröhlich. Bleib fröhlich. Tschüss. 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 Und was habe ich gesungen, während ich zu Boden fiel? Entschuldigung, ich war schnell. What? Ja, ich war schnell unterwegs. Ich wurde herausgeschmissen. Verabschieden uns. Das ist schön. Cut! Schnitt!